Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Tech-Video von mir. Und heute geht es um die Reparatur von solchen High-Cap-Magazinen für AEPs, also für die elektrischen Pistolen. Das hier sind jetzt zwei Magazine für meine SSE 18 von Novrich. Ein Testbericht bzw. ein Review habe ich auch schon gemacht, das verlinke ich euch mal. Und hier sind jetzt die beiden High-Caps. Und ja, das ist eine Schwachstelle von denen. Man füllt die mit BBs und auf einmal kommen die wieder rausgerotzt, ohne dass man was gemacht hat. Oder man füllt die BBs ein und es hält und dann fällt einem das Magazin so ein bisschen hin und zack, es gehen die ganzen BBs raus. So, das hängt damit zusammen, dass hier vorne die Haken sind, die die BBs festhaken. Und die können manchmal ein bisschen zu tief drin sitzen, dass die BBs nicht so richtig festhalten. Und das wollen wir heute mal reparieren. Und ich zeige euch auch mal, wie der Effekt ist, wenn man das nicht macht. Also, dass die BBs dann rausgerotzt kommen. Wer es noch nicht kennt, ja, zeige ich euch einfach mal. Ja, als Sicherheit nehme ich mir noch eine kleine leere Flasche. Ich habe keinen Bock, dass die hier überall rumschwirren. Also ich fülle die BBs hier ein und es gibt zwei Möglichkeiten. Also einmal, wenn ich den Speedloader gleich wegnehme, kann es passieren, dass die Kugeln schon rausgesprudelt kommen, was jetzt nicht der Fall ist. Das ist gut. Oder aber, wenn das Magazin hinfällt, das war jetzt zum Beispiel der Effekt. Der ist jetzt nicht so stark ausgeprägt, also es geht auch anders. Absolut. Ich habe hier noch ein zweites Magazin. Ach, komm. Weil mir ist das nämlich passiert. Da wollte ich zu einem Spiel und habe die Magazine schön vollgeladen. Und dann ist mir das Magazin runtergefallen, also auf den Tisch, so wie jetzt gerade eben. Es braucht nicht viel Druck und auf einmal werden die ganzen Kugeln rausgerotzt. So, wie ihr hier jetzt seht, mein ganzer Tisch ist jetzt voll mit den Kugeln. Den muss ich jetzt eben aufräumen. Und dann zeige ich euch mal, wie man diesen Fehler beheben kann. Ja, genau. Ich sag mal bis gleich, wenn ich aufgeräumt habe. Okay, dann fangen wir mal an, das Magazin auseinanderzunehmen. Alles, was wir brauchen, ist so einen kleinen Kreuzschlitz für die Schrauben. Wir brauchen noch einen kleinen Schraubendreher gleich für die Feder und etwas, um die Feder runterzudrücken. Das zeige ich euch gleich. So, wenn wir uns das Magazin angucken, uns interessiert hier oben das kleine Ding. Und da haben wir zwei Schrauben, einmal hier und einmal hier. Und die müssen wir lösen, um an die Haken dran zu kommen. Und damit uns die Feder hier nicht im Weg ist, nehme ich hier so einen Imbusschlüssel oder was auch immer. Könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. Ich drücke damit die Feder und den Follower nach unten, damit die uns nicht im Weg sind. Drücke hier den kleinen Schraubendreher durch, damit das so aussieht. Und wir haben Platz zum Arbeiten. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch hier die beiden Schrauben rausdrehen. Da ist Nummer 1. Und ist Nummer 2. So, die gehen zur Seite, den brauche ich auch nicht mehr. Und jetzt können wir den Deckel einmal abnehmen und vorsichtig, das brauchen wir auch nicht mehr. So, und vorsichtig, hier sind zwei Federn und da sind die Haken. Ich zoome mal näher ran, damit ihr das besser erkennen könnt. So, ich hoffe, ihr stellt das auch schön scharf. Da seht ihr die beiden Haken und da unten hier haben wir die Feder und hier haben wir den Haken und hier vorne an der Spitze, da und da, da werden jeweils die BBs festgehalten. So, und wenn wir dann mal so einen Haken rausnehmen, so sieht der aus. Das hier ist der Haken, der hält die BB fest und wenn wir den umdrehen, dann seht ihr hier so eine kleine Nut. So, und die Nut hier, die, oh, das kann man echt schlecht zeigen. So, da ist sie. Da ist die kleine Nut und die müssen wir etwas abfeilen. Die ist echt
Mini. Ja, also seht ihr schon im Verhältnis zu meiner Hand, kann ich fast gar nicht sehen, da ist diese kleine Nut und die müssen wir einmal abfeilen. So kann man es besser sehen. Genau, so. Das Ding hier, die kleine Nut. Da nehmen wir uns so ein paar Feilen. Ich habe ein kleines Feilenset. Die Kamera sich dann scharf stellt. Aber gut, das eigentliche Abfeilen ist ja relativ unspektakulär. Aber ihr müsst halt darauf achten, dass ihr das nicht zu dünn macht. Ja, also man sagt so, die Hälfte kann man hiervon abschneiden, abschleifen. Dann hält das wieder ganz gut. Probieren wir das doch mal. So. Guck ich noch mal genau so rum sitzt es drin. Das kann man nicht schlecht zeigen. So rum sitzt es drin. Ja, und hier ist die, da seht ihr, da ist die kleine Nut. So, wenn wir die Nut von oben abschleifen, ein kleines bisschen. Ah, nehmt euch eine kleine Feile oder wie auch immer. Wichtig ist, dass ihr die von oben abfeilt, weil von unten macht das keinen Sinn. Problem ist, ihr dürft nicht zu viel abfeilen, weil sonst wird das Material brüchig. Am besten noch die andere daneben legen und dann mal kurz vergleichen, wie viel Material habt ihr runtergenommen. So, da kann man das am besten sehen, da geht noch was. So, jetzt habe ich die beiden Pins fertig geschliffen. Jetzt können wir die wieder hier in das Gehäuse einsetzen. Wir sehen, wir haben hier oben wieder die Federn und da müssen wir mal kurz die Feder anheben, das dann reindrücken, damit das in die Führung einhakt. So. Was man natürlich auch machen könnte, ist, man hier unten, hier, da wo die Feder am Anschlag ist, da packt man irgendwie ein kleines Papierknüttelchen oder macht einen Klebepunkt hin und lässt ihn trocknen oder wie auch immer, dass die Feder noch mal mehr Spannung bekommt, ja, weil die liegt hier so ein bisschen locker drin. So, jetzt haben wir die schon mal abgeschliffen und jetzt nehmen wir uns das Magazin. Rauszoomen. So, wir nehmen uns das Magazin und wir legen das Magazin hier drauf, also nicht umgekehrt, sonst springen uns eventuell die Federn raus und das wollen wir nicht. So, jetzt können wir einfach den Deckel wieder drauflegen. Dann nehmen wir uns die Schrauben und schrauben das Ganze wieder fest. Ihr habt gesehen, es ist wirklich minimale Arbeit. Das sind ein paar Minuten, das Ding aufschrauben, ein bisschen rumfeilen. Das ist auch keine große Arbeit. So, und jetzt sehen wir mal den Unterschied. Gehen wir mal ein bisschen näher. Nein, näher. Und zwar ist das hier das bearbeitete Magazin und das hier das unbearbeitete. Und wenn man mal genau drauf guckt, so, das ist das Bearbeitete, das ist das Unbearbeitete. Ich weiß nicht, ob man das so genau sehen kann. Also hier ist das auf jeden Fall, ich gehe mal mehr so ins Licht, hier sieht man, dass der weiter rauskommt, der Follower, als der hier. So, der wird jetzt wieder, gut, der ist jetzt wieder rein, wird gehalten. Man sieht aber auch hier, dass die Haken, die die BBs festhalten, auch weiter rauskommen. Also das Ding habe ich noch nicht behandelt, das ist noch original. Aber hier, da sieht man schon, ja, das hält. Und das probieren wir jetzt auch direkt mal aus. So, dann probieren wir das mal mit dem neuen Magazin. Noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe gemerkt, dass die Federspannung also doch nicht so doll ist. Und deswegen habe ich ganz einfach aus einem Kabelbinder habe ich hier ganz kleine Quadrate rausgeknipst mit dem Seitenschneider oder mit der Schere könnt ihr es auch machen. Und ich blende euch mal das Foto ein und die habe ich hier vorne, wo die Feder ist, habe ich die da dazwischen gelegt, also
vor, damit die Feder ein bisschen mehr Spannung hat und ein bisschen besser mehr hält. Weil die Feder muss ja jetzt mehr Weg zurücklegen, weil wir hier ja so die Hälfte von dem Pin weggenommen haben. Ja, deswegen. Nur mal so als Nachtrag. Schauen wir mal, wie das mit dem Befüllen ist, beziehungsweise ob das Magazin die Kugeln hält. Ja, ich würde sagen, Operation geglückt. Also die Pins wegfeilen, ja, zur Hälfte runterfeilen. Und ich würde euch noch empfehlen, da wo die Feder ist, da noch so ja, zwei. Ich habe jetzt bei jeder Seite habe ich jetzt zwei Stück von diesen klitzekleinen Quadraten. Also die sind wirklich minimal. Die müssen ja da in diese Führung passen. Aber das werdet ihr sehen, wenn ihr das auseinandergenommen habt. Wie gesagt, das Bild kann ich euch ja einblenden. Das sind wirklich ganz kleine Mini-Quadrate. Da müsst ihr mit einem feinen Schraubendreher, die müsst ihr dann einmal so reinfummeln und dann funktioniert das Ganze. Dann könnt ihr die Federspannung noch ein bisschen erhöhen, weil, wie gesagt, wenn wir hier den Pin, wenn wir dann den Pin was wegfeilen, dann hat die Feder einen längeren Federweg und dann kann die nicht mehr die Kraft aufbringen und dann kommen einem die Kugeln wieder entgegen. Deswegen das so als kleiner Tipp. Das solltet ihr unbedingt machen. Ja, und ich würde sagen, perfekt. Magazin kann ich wieder benutzen. Und ich würde sagen, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, abonniert meinen Kanal. Schaut mal auf Instagram vorbei etc. Und ich sage dann mal, macht's gut. Wir sehen uns. Bis demnächst.